Analogschaltkreis. Sieht aber nicht so aus, als ob man da drin drehen könnte. Also müssen wir nochmal komplett zurück. Naja. Also zweimal. Und das andere einmal. Einmal. Ja. Yep. So müsste es gehen. Das war klar. Kein Mini-Fehler oder mal nicht ganz aufpassen, wird hier ungestraft gelassen. Unbestraft gelassen. Ach ja. Okay. Dann zweimal, glaube ich. Aber wir haben zweimal in die eine Richtung, dann müssen wir auch zweimal in die andere Richtung, damit wir einmal rum sind, glaube ich. Okay. Okidoki. Ja, und dann da durch. Und dann haben wir es auch geschafft. Also ich weiß nicht, was jetzt noch alles kommt, aber... Oh nein! Ich war doch gerade am Zielen. Klar. First Hit kriege ich dann wieder, wenn es nur Sunny Puddings sind. Gut. No one's hurt, right? Danke. Also, Mock, mach mal das da. Danke. Kill. Das hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt. Da hinten ist noch einer. Und schon wieder. First Hit nur bei Sunny Puddings. Die man auch so echt einfach besiegen kann. Too easy. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Habe ich jetzt wieder was, um meinen Sunny Pudding zu leveln? Gott sei Dank. Okay, 810. Naja, gut. Ich habe die Befürchtung, dass es bei dem echt schwer wird. Oder beziehungsweise bei Highland generell schwer wird. So müsste gehen, oder? Ja. Das zählt. Komm schon. Danke. Phönixblut? Ampulle Phönixblut, okay. Ist das vielleicht Wiederbeleben mit kompletter AP oder so? Ja. Okay. Sorry. Sehr gut. Schön, und jetzt? Zugangskarte EX erhalten. EX vor allem. Wenn dann EX, aber gut. Aus dem Akademie-Datensatz. Im aktuellen Jahr JS200 gibt es im Turm von Augusta zwei Portale. Die Besonderheit eines der Portale ist, dass es in einen virtuellen Raum in dem KI-Hauptrechner führt. Um dieses spezielle Portal zu aktivieren, muss man auf die oberste Ebene des Turms gelangen und dort auf den KI-Kern zugreifen. This is the last key. Next up, the very top floor. Aber waren wir hier nicht bei 300?
Also war das nicht 300 und 200 der andere oder ist es genau andersrum? Okay. Hatte Problem. Gut. You might be up there with him, Kubo. You might be right. Why would the Cirrus come here? Ups. Toll. Gut gemacht. Ja, aber vielleicht ist das ganz gut. Und da, also bevor wir hochfahren, wenn sie sagen, Kaius wartet, ich habe keine Lust auf einen Bossfight gegen Kaius. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Da würde ich dann vielleicht doch noch mal das Kristarium und so. Benutzen. Und leveln. Ich weiß gar nicht, was sinnvoll ist. Ob es wirklich sinnvoll ist, alles zu leveln oder einfach nur die krassen, also die Hauptjobs. Wirklich keine Ahnung. Wo ist es denn? Ach, es hat nicht durchgepasst. Okay. Finde ich ein bisschen schwierig. Also das einzuschätzen. Finde ich schwierig. So. Gut. Und der Sani-Pudding. Gut. Fertig. Hier weiter. Ach nee, jetzt müssen wir drehen. Genau. Falsche Richtung. Ich trottel. So, jetzt aber. Dann hier. Okay, jetzt würde ich Kristarium. Ich versuche mal hier auf 100 zu kommen, ja? Weil hier kriegt man schon so ein paar Stats dazu. Boah, 96, dein Ernst? Boah, das ist ja so knapp. Hm. Naja. Sani-Pudding. Geht nicht. Der ist voll. Haben wir auch nichts. Okay. Dann let's go. Ja, wow. Ich dachte mir so, nee, da kommt bestimmt keiner mehr. Naja. So, Pudding ist weg. Gut. Das war jetzt aber auch, glaube ich, wirklich das Letzte. Und ich denke, jetzt können wir wirklich dahin. So. Oberste Ebene, ja. Ist das ein Behemoth? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ein Behemoth-Gigant sogar. Ach so, wenn es mehr nicht ist. Problem ist, er muss halt echt schnell fallen.
Weil der sonst seinen Überdings macht, oder? Oder hat er den schon? Ich glaube, er hat den schon. Der war gar nicht so gigantisch. Okay, da ist nochmal eine Tokolina. Oh Gott. Ich weiß, es ist eine Maschine, aber es scheint, als ob es fast breathing. Heiltränke, okay. If what Alyssa was telling us is true, Yule and Caius should be up here as well. But are they with us or against us? Also ich, also weiß nicht, es sind hier nicht mal mehr random Gegner. Cool, das ist sehr beruhigend. Und damit meine ich gar nicht. So for my lucky customers today, you get a big dose of spirit and zest along with your purchase. Toll. Oh nein. Zornbogen, Seelenbogen waren die, die wir haben, genau. Okay. Ich guck mal nach Monsterkomponenten. Immer noch nur Qualität 2. Ja, dann brauchen wir da, glaube ich, auch gar nichts. Schützenauge. Steigert die Wahrscheinlichkeit, gegnerische Handlung zu unterbrechen. Okay, genau das Gegenteil von Kopftuch. Blutwehr finde ich tatsächlich nicht schlecht. Ich würde vielleicht... It's really quiet around here, so I've been talking. Ja, ja, das hast du uns schon mal erzählt, aber danke. Ich würde jetzt noch einmal... leveln... Ja, ja, ich weiß, aber ich würde gern hier. Und einfach hoffen, dass das genau das ist, was uns also rettet. Falls jetzt dieser Bossfight kommt, mit dem ich rechne, ganz stark. Oh, aber... Also jetzt mal... Dieser Blut. Blutwehr. Engel TP... Stufe 1? Vielleicht mache ich das auf ihn drauf. Oh nein, er kann es ja nicht. Nein, passt schon, wir lassen es. Das wird schon gut gehen. Macht euch keine Sorgen. Das wird toll. Jule? Jule? Are you on your own? Coco, I brought you this. Why? What should we do with it? You must protect the timeline. I saw you in Erba. I trust you. I believe in you. We're in the same time as when we met in Erba. So you're the same Yule? Yes. But who are you? Who are the Farseers? I am the seeress of the oldest tribe on Pulse. My visions of the future are recorded and stored in the Oracle Drive. But that is long in the past. There is no more need to record the prophecies. I have Caius now. What do you mean? He is tasked with protecting the seeress and remembering her visions. Now and forever, he will remember the entire timeline. Caius. He is beyond death. What? You mean he can't die ever? The Seeress possesses the eyes of Etro, and inside Caius beats the heart of Chaos. The goddess has gifted him the curse of eternity. He is a guardian, and his mission is to protect the Seeress. The power to see the future is a terrible weapon. It can turn history into chaos. Then, I don't understand. Why are you helping us? I mean, you do know we're trying to change history, right? History has already been broken. The timeline had been twisted before I met you. The distortion leads to a future of death and destruction. If you change the future, you can change the past and correct the distortions. The miracle that saved Cocoon has already been altered. Cuckoo,
Someone who was meant to survive did not come home. Someone who was meant to survive? You mean my sister? You do, don't you? You're saying that Lightning shouldn't have disappeared that day. It was because the future was changed. So, if we keep traveling through the gates and resolve all the paradoxes that are happening... Yeah. If you change the future again, the true past will be restored. The past that you still remember, Sarah. Together, the two of you can correct the timeline. Did you hear that, Noel? We've been doing the right thing all along. Yes. Can you tell us something else? Someone has been laying traps for us inside this tower. Do you know who's behind it? Your enemy. It is here inside the tower. It has generated the contradictions that threaten you. The machine is sentient. A machine? So the Caius who we met earlier in Academia, he was... An imitation created by the machine. And what about the other Caius? The one we saw in the tower? He is real. He brought me here. And when we are finished, he will take me away. Hmm? Let's go. Yes, go. And please, let me see a new future. We'll do it. Good. Everyone is smiling. This is the future I wanted to see. I'm worried about Yule. Kupo. Yeah, but if we're going to fight, we can't afford to have doubts. She's hoping for a better future and believes we can make it. Look, the fake Caius was sent out from this place. But where's the enemy that Yule warned us about? Proto-Falci. So this is what Yule meant by sentient machine. This thing has been behind everything. It's the one who turned the people into Seek. And it's the one who's been trying to kill us in the tower. Warum passiert es immer, wenn man fragt, wo ist denn der Gegner, dass dann direkt da ist? Okay, linker Manipulator, weg. Weg damit, weg. Okay. Und jetzt können wir den nehmen. Und jetzt einmal das da. Okay, das war noch nicht der Bossfight, oder? Was passiert jetzt? I don't understand. How did the future Proto-Falci end up here? This place must be like the void beyond. A crossroads where the future and past intersect.
And that would enable time travel. No, do you realize what this means? The Protophile C could have used this place to travel through time and infiltrate the artificial intelligence. Then it could have manipulated the AI to kill all the humans in the tower and build the Falcea of Academia's future. You're saying the Protophile C took control of the AI and ordered it to build the Protophile C. It's a closed loop, a chicken and egg paradox. Right. A paradox is exactly what it is. The Protophile C was trying to protect the distortion that gave birth to it. Knew all along that it was part of the paradox. Just a sec. If the Protophile C can manipulate the past, that means... It can travel back in time and rebuild itself. As long as the crossroads exist, you cannot defeat the Protophile C, Koopo! Das ist natürlich praktisch. Ich hoffe, die lassen sich selbst was einfallen, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin in einem Loop gefangen. Ich habe damit nichts zu tun. Ah, dann hier. Vielleicht sollte ich einmal den Sunny-Pudding nehmen. Aber noch geht's, glaube ich. Ich meine, der wird ja jetzt eh geschockt sein, also kann er eh nichts machen. Das passt schon, hoffe ich. Ja. Aber der hält schon mehr aus als davor. Würde ich sagen. Götterverfinsterung? Ich gehe nochmal hier hin. Nur mal so zufällig kurz da, hoppala, da bin ich da gestolpert. Komm, einmal durchbrechen. Einfach da drauf. Einfach auf ihn. Gut. No, wait. Perfektionist. 5 Aktionsboni perfekt gemeistert. Ha. Thanks to Mog, huh? Koopo! You guys play rough, Koopo. You saved yeah, the day. Thank you. You did great. Einen mächtigen Gegner mit überlegenem Können besiegt. Sehr gut. Knacks. Apfelkristall, schön. Not again. This is Hope's fault. Huh? He was the one who started building these things. Protophile C and AI both. Will you listen to me? Looking around for scapegoats. These fights are really starting to wear me down. Not gonna do us any good whining about the mistakes of the past. If we don't stop this thing from regenerating, we're never gonna get out of here. T
Der Proto-Force regeneriert sich durch Zeitmanipulation immer wieder neu. Was können wir dagegen tun? Hope ausschimpfen, das ist immer die richtige Antwort. Immer, immer, immer die richtige Antwort. Das Original ausfindig machen. I got it. It's not reaching through time and reviving itself. These are all just test copies of the Proto-Falci. So you're saying the original hasn't shown itself yet? It seems to be a little different every time we fight it. Right? And if that's true? We just have to keep taking out copies until only the original Falci is left. Let's do this. Okay. Ja. Den weg. Ja, machen wir den weg und jetzt hier hopsa. Hopsala! Adam. Der gute Adam. Mhm. Jetzt die Brecher bitte einmal. Okay, es war gar nicht, dass er mehr aushält, aber der Orbitallaser macht. Laser? Laser. Der Orbitallaser macht halt einfach so krass viel Damage. Er dann halt Mock entgegenwerfen. It must have a core it regenerates from. Log! You gotta help us. Search the Falci for its weak point. You can do it. No good, Kubo. Poor guy. Am Ende ist es einfach wirklich Hope ausschimpfen. Aber dann muss es ja einfach so lange kämpfen sein, also bis nichts mehr nachkommt. Ey, der wird immer stärker. Der macht immer andere Sachen. Kann der einmal bitte Medica auf alle machen? Das ist ja schlimm. Ja gut, so geht's auch. Wenn es eh abläuft. Meine Güte. Elektroflare? Das hat er aber davor nicht gemacht. Na? Okay. Und fertig. Ich meine... Das passt schon, wir kriegen Phönixfedern, die sind viel Geld wert, bestimmt. Mark can't solve everything for us. Hey, wie wär's denn, wenn wir weiter kämpfen, bis er verschwindet? There must be a limit to how many times the Falci can revive itself. If we defeat it enough times, we can exhaust its supply of energy. I like it. Let's give it a shot. Ich hoffe so sehr, es ist Hope ausschimpfen. Ich hoffe so sehr, es ist Hope ausschimpfen. Wirklich, ich hoffe so sehr darauf. So, einmal den runter. Ja, ja.
jetzt bitte einmal da drauf. Genau. Ich hau ihn noch einmal hoch mit dem Verheerer. Und dann können wir Sturmkommando machen. Gut. This isn't right. You can't outlast it. Ernsthaft? Hope ausschimpfen? Na, let's go. Manipulating the past. But then, there's no reason we can't either. Please, I hope you're watching this. Huh? Hope, can you hear me? I've got a bone to pick with you. These machines you built... Sarah! ...are driving me nuts! Did it, Sarah? But I didn't do anything. At least I don't think I did. Sarah, are you all right? Can you hear me? What a relief. You worry too much, Noel. Kaboom. Noel isn't himself these days. I wonder if it's because he can't remember the future. It's understandable. No one wants to think they'll forget something that's important to them. Musik ist echt schön. Aber das ist bei Final Fantasy immer, also. Okay, wartet. Das ist Hope ausschimpfen. Es ist so eine... Also, ich weiß auch nicht. Also, eigentlich möchte ich eine Liebeserklärung machen, dass man Hope ausschimpfen darf. Aber wer kommt denn da drauf, dass da... Also, weiß ich nicht. You know something? When you get mad, you sure do remind me of your sister. Be careful. She might be watching, you know. Koopa? I'm sure of it. Gut. Dann durchs Portal. Rückkehrartefakt aktivieren, ja. Mal gucken, wo wir landen. Aha. Neues Zeitportal. Okay. Okay. Ja, ich weiß halt nicht, ob wir nicht irgendwann... Wo war das zweite Portal? Naja. Ob wir nicht irgendwie mal woanders auch... Also... Wisst ihr? Also hier zum Beispiel wieder... Oder uns mal da wieder dran trauen.